Kapitel 13, das Geschenk. Die Tiere hatten dem Doktor so gut geholfen, dass die kranken Affen sehr bald wieder wohlauf waren. "Wir sind dem Doktor so dankbar", sagten sie. "Er hat uns von der schrecklichen Krankheit geheilt. Deshalb müssen wir ihm etwas Schönes schenken. Schenken wir ihm ein Tier, das die Menschen noch nie gesehen haben. Ein Tier, das es weder im Zirkus noch im zoologischen Garten gibt." "Schenken wir ihm ein Kamel", riet einer der Affen. "Nein", sagte Chichi. "Kamel braucht er keins. Kamele kennt er und alle Menschen haben sie in den zoologischen Gärten und auch auf den Straßen gesehen." "Dann einen Strauß", rief ein anderer Affe. "Schenken wir ihm einen Strauß." "Nein", sagte Chichi. "Strauße hat er auch schon gesehen." "Hat er aber einen Stoß Malzimal gesehen?", fragte ein dritter Affe. "Nein. Ein Stoß Malzimal hat er noch nie gesehen", antwortete Chichi. "Es gibt noch keinen Menschen, der so ein Tier gesehen hätte." "Das ist gut", sagten die Affen. "Jetzt wissen wir, was wir dem Doktor schenken werden. Wir schenken ihm ein Stoß Malzimal."